ihr Lieben, heute zeige ich euch eine meiner Lieblingsfrisuren, super schnell gemacht für Schule, Studium, Stadt gehen, Fitnessstudio oder auch ins Schwimmbad oder ins Meer und ja, ich hoffe, sie gefällt euch. Zuerst die Haare gut durchkämmen. Dann nehmt ihr euch zwei Strähnen und legt die untere Strähne über die obere Strähne. Zur unteren Strähne holt ihr neue Haare dazu und legt sie über die jetzt obere Strähne drüber. Und immer so weiter. Zu der unteren Strähne neue Haare dazu tun, eventuell kurz durchkämmen zwischendurch und die untere Strähne mit den neuen Haaren wieder über die obere Strähne legen. Das macht ihr dann so lange, bis ihr hinten am Mittelscheitel angekommen seid. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Haarsträhne zu befestigen. Ich habe sie einfach in den Mund genommen, so lange, bis ich mit der anderen Seite fertig bin. Auf der anderen Seite geht es im Prinzip genauso weiter. Untere Haarsträhne über die obere legen und so weiter und so fort. Dann hinten einfach zu einem Zopf zusammennehmen. Ich mag es lieber, wenn die Haare ein bisschen lockerer sitzen, also zupfe ich alles zurecht, so lange, bis es mir gefällt. Mit Spänkchen fixiere ich die Teile, die nicht so richtig halten wollen. Am liebsten trage ich diese Frisur mit einem geflochtenen Zopf zum Schluss. Das geht ganz schnell und man kann es super nachmachen. Das war meine Lieblingsfrisur, die ich zurzeit fast jeden Tag trage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach abonnieren.